Katja Wulff, die BSW-Chefin in Thüringen, hat geistig schon mit dem BSW abgeschlossen. Das zeigt zumindest ihr aktuelles Verhalten auf Social Media. Aber mal langsam, worum geht es überhaupt? Thomas Goes, das ist ein Politiker, der 2021 für die Linkspartei, für den Bundestag, kandidiert hat, hat auf Facebook Folgendes geschrieben. Ich habe in den vergangenen Monaten meinen Frieden mit dem BSW gemacht. Es gab einen Punkt im frühen Frühjahr, an dem ich verstanden habe, dass der soziale Flügel eines autoritären Populismus wird, der ein bisschen nach oben poltert, um ein Bündnis zwischen Besitzenden und lohnabhängiger Mitte zu basteln. Im Namen des mittleren Unternehmertums fleißiger Beschäftigter und des Standort Deutschlands. Ja, wer sich für die Mittelschicht einsetzt, wer sich für einen Klassenkompromiss einsetzt, den die SPD früher in den 70er Jahren auch sehr erfolgreich vertreten hat, damals unter Willy Brandt, der ist der soziale Flügel eines autoritären Populismus. Das ist ein typischer Anti-BSW-Post aus der Linkspartei, der ist jetzt nicht besonders, von dem gibt es zahlreiche. Wir lesen uns den jetzt nochmal etwas weiter durch, damit ihr mal wisst, ja, was der Typ hier so denkt. Und dann kommen wir dazu, was das mit Katja Wulff zu tun hat. Anders als einige in der gesellschaftlichen Linken glauben, ist die systematische Stimmungsmache gegen Geflüchtete und die gar nicht mehr subtilen Angriffe auf Bürgergeldbezieher auch kein Ausrutscher, sondern Teil des ideologischen Kitts dieses Vereins. Also das mit den Angriffen auf Bürgergeldbezieher stimmt nicht. Sarah Wagenknecht hat darauf verwiesen, dass viele Bürgergeldbezieher eben gerne arbeiten würden, es aber nicht genug Arbeitsplätze gibt. Das hat sie in ihrem letzten Pressestatement gesagt. Da hatte ich ja darauf reagiert. Also das stimmt so nicht mal. Nur weil das BSW kein bedingungsloses Grundeinkommen will, heißt das nicht, dass es was gegen Bürgergeldbezieher hat. Zusammen mit der subtilen Leugnung der Dringlichkeit des ökologischen Umbaus, wie die anderen bürgerlichen Parteien, vertrösten sie mit Verweis auf die noch nicht erfundene Erfindungen, auf technologische Lösungen für Probleme von heute. Ja, man setzt Techno, also man, das BSW setzt ja nicht auf noch nicht erfundene Dinge, es setzt ja beispielsweise auf eine Verbesserung des Verbrennungsmotors. Also, ihr merkt, es ist so ein typischer Anti-BSW-Post aus der Linkspartei, wo dem BSW alles negativ ausgelegt ist, weil das BSW halt keine ökologische Planwirtschaft mit Vollversorgung für alle Bürger will. Also so komplett utopische Schwachsinnskonzepte, die in der Linkspartei von vielen vertreten wurden, die es da auch nie ins Programm geschafft haben. Also, das war ja so verrückt, dass das nicht mal in der Linkspartei irgendwie mehrheitsfähig war und dafür wird das BSW jetzt kritisiert, dass es solche Spinner erst gar nicht in der Partei hat. Also in der Linkspartei, da durften die sich ja immer austoben und die Partei mit nach unten ziehen. Das Autoritäre zeigt sich auch im Umgang mit Andersdenkenden innerhalb der eigenen Reihen. Innerhalb kürzester Zeit wurden aus den lieben Freunden in Thüringen das U-Boot Katja Wulff und Verräter an den Wählerwillen. Okay, also so stark hat das kein hochrangiger BSW-Politiker formuliert. Das sind Formulierungen von BSW-Unterstützern, also beispielsweise von mir oder von Marlon. Aber beziehungsweise U-Boot haben wir, glaube ich, auch nicht gesagt. Aber wir haben gesagt, wenn diese Koalition so in Thüringen zustande kommen sollte, dann wäre das tatsächlich ein Verrat an den Wählern. Also aktuell ist sie ja noch nicht zustande gekommen. Katja Wulff kann jederzeit umsteuern. Also sie muss ja nicht so agieren, wie sie agiert. Niemand zwingt sie dazu. Sie könnte ja einfach das Programm vertreten, was sie vor der Wahl versprochen hat. Das ist natürlich kein Zufall, sondern logisch. Ein Feinddenken gibt es auch anderswo, aber beim BSW ist es fast zwingende Folge des Organisationsprinzips. Es geht nicht um Freund-Feinddenken. Es geht darum, dass Katja Wulff auf einem inhaltlich falschen Kurs ist, dass sie eine neoliberale Austeritätspolitik, eine Stärkung des Verfassungsschutzes, mehr Demokratieförderung, also die Finanzierung von grünen nahen Thinktanks, das ist in den Koalitionsvertrag ins Sondierungspapier in Thüringen geschrieben hat, und dann geht so nicht. Und dann hat der Koalitionsvertrag nicht mal eine vernünftige Friedenspräambel. Das geht so einfach nicht. Wenn eine Partei um eine Person gegründet und auf Bundesebene von einem engen Kreis von Leuten geführt wird, die einem loyalen Zirkel bilden. Auch auf Landesebene finden sich häufig Abgeordnetenmitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter oder Verwandte von Abgeordneten. In der Regel wurden Leute ergänzend in Verantwortung berufen, die selbst noch nicht viel politische Verantwortung und Erfahrung besitzen. Fast Ausnahme Thüringen. Ja, in Thüringen, da fährt Katja Wulff offensichtlich einen vollkommen anderen Kurs. Worum geht es bei der Sache? Um Präambeln? Nee, um die Möglichkeit, im Bundestagswahlkampf als Wagenknecht-Partei glaubwürdig auftreten zu können. Okay, das stimmt. Es geht um die Bundestagswahl, die ist wesentlich wichtiger als die Landtagswahl. Und wenn das BSW sich jetzt im Bundesland diskreditiert, indem es eine Sparpolitik mitträgt, indem es eventuell sogar Schließung von Krankenhäusern mitträgt, indem es keine richtige Corona-Aufarbeitung mitträgt, indem es Stärkung des Verfassungsschutzes, mehr Geld für Stefan Kramer mitträgt, das geht so nicht. Also, das geht so einfach nicht. Daran darf sich das BSW nicht beteiligen. So, und jetzt schauen wir mal an, wer diesen Post, jetzt habe ich den geliked, wollte ich gar nicht, aber schauen wir mal an, wer den noch geliked hat.
Ist auch immer noch hier drunter, also es wurde schon öffentlich kritisiert. Aber das fand ich nämlich ganz interessant, als ich das gesehen habe. Wartet kurz, jetzt wird einem das nicht richtig angezeigt. Da ist nämlich die gute Katja Wolf zu finden. So, hier ist sie. Katja Wolf hat diesen Post auch geliked. Und versteht mich jetzt nicht falsch, sie kann liken, was sie will. Ist mir relativ egal, was sie auf Facebook liked. Aber sie macht gerade eine Politik, die gegen das BSW geht. Also die gegen die Parteilinie des BSW geht. Sie macht das Gegenteil dessen, was sie vor der Wahl den Wählern versprochen hat. Und jetzt liked sie einen Social Media Post, der das BSW fast als antidemokratische Kaderpartei darstellt und der ja, diese typischen Linkspartei-Talking Points gegen das BSW, das eine der autoritäre Flügel eines sozialen Populismus, also dieser ganze Schwachsinn, diese ganze Anti-BSW-Hetze und das liked Katja Wolf nun, ja, fast so, als ob sie sich geistig schon aus dem BSW verabschiedet hätte. Also versteht mich nicht falsch, sie kann liken, was sie will, sie kann politische Meinung haben, die sie will, also nicht krasses Freund-Feind-Denken, aber dann soll sie das außerhalb des BSWs machen. Also, wenn sie das BSW offensichtlich ablehnt, wenn sie die Organisationsstruktur, die ihr bekannt war, ablehnt, wenn sie das Parteiprogramm, das ihr bekannt war, ablehnt, wenn sie die vier Grundpunkte des BSWs, die ihr bekannt waren, wenn sie all das ablehnt, dann ist sie im BSW falsch, dann kann sie wieder zurück zur Linkspartei gehen. Also, hindert sie ja keiner. Sie kann ja wieder, die würden sie da bestimmt gerne nehmen. Ramelow hat ihr angeblich sogar Ministerposten angeboten, den sie abgelehnt hat. Also, tut er vielleicht sogar Ministerin werden, wer weiß. Also, wie gesagt, viel Spaß. Sie kann gerne in die Linkspartei gehen, wenn sie da besser aufgehoben ist. Sie kann auch auf Social Media machen, was sie will. Aber ja, wenn man so eine Haltung hat, so eine Einstellung hat, dann ist man im BSW offensichtlich falsch. Also, wie gesagt, Katja Wolf kann jederzeit ihren Kurs ändern, aber sie ist aktuell nicht darauf bedacht, ihren Kurs zu ändern. Und ja, wie gesagt, mir ist es relativ egal, wenn Leute auf Social Media irgendwas liken, aber sie weiß, dass sie damit Öl ins Feuer gießt. Also, ihr könnt nicht, also bei einem Politiker, der irgendetwas macht, da könnt ihr davon ausgehen, dass das wahrscheinlich berechnend passiert. Also, sie weiß genau, dass diese Reaktion, dieser Like jetzt aufgegriffen wird, teils wahrscheinlich auch von den Mainstream-Medien, die Tagesschau, Spiegel und diese ganzen Medien, die gerade übelst gegen das BSW schießen, die werden sich da draufstürzen und sagen, Katja Wolf distanziert sich von Sarah Wagenknecht. So wird das medial aufgefasst werden. Das ist jedem klar. Also, Katja Wolf weiß, dass sie gerade unter Dauerbeobachtung aller Medien steht. Und wenn sie da öffentlich was liked, dann weiß sie auch, dass das von den Medien so interpretiert wird. Also, es ist ein weiterer, ja, ich will jetzt nicht sagen Affront, es ist halt ein weiteres Pieksen gegen den Bundesvorstand, also ein Testen, eine Provokation, ein Testen, wie weit man gehen kann. Und es zeigt mehr oder weniger ihre aktuelle Geisteshaltung. Sie hat sich meiner Ansicht nach zumindest geistig vom BSW verabschiedet und würde, glaube ich, lieber Politik machen, wie sie es damals in der Linkspartei gemacht hat.